Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Kingdom Come Deliverance. Und wir sind zurück im schönen Rattay. Haben jetzt hier in unserer Kammer genächtigt. Heinrich hat dort genächtigt. Und Heinrich muss erstmal was essen. Wir haben hier noch ein bisschen was. Hier eine leckere Salami zum Frühstück. Geht immer. Zack. Und noch ein bisschen Trockenobst hinterher. Hervorragend. Gut, wir sollen Herrn Hans die Kette bringen. Wo ist er denn jetzt hin? Er war doch eben nur hier. Ach nee, er war... Nee, jetzt ist er da oben. Burak, wo bist du? Da ist er. Unser treues Ross. So, auf geht's. Wir müssen zu Herrn Hans. Der ist jetzt in der oberen Burg. So, bin ich mal gespannt, was er als nächstes für eine tolle Aufgabe für uns hat. Weil es ja gerade in Frankreich schick ist, ne? Alles so heimlich Tuereimäßig zu machen. Wie in der 5. Klasse. Und das Turnier, ja, da haben wir ja schon mitgemacht. Na, wer ist am Gewinnen? Oh. Ah. Da geht was. So, wo ist er denn der? Guck gar nicht zu. Warum nicht? Gelangweilt von den ewig währenden Turnieren. Ach, guck mal. Der Herr Hanusch. Grüß dich. Er guckt von hier oben runter. Ja. Nicht so schick, ne? Hallo. Herr Hans. Wo macht denn der rum? Hier? Oh, Schlossknappen schwer. Ne, das wollen wir nicht. Ist er denn... Weißt du, wo Herr Hans ist? Hm. Wo soll er denn sein? Ist er auf der... Er will mich doch veräppeln. Und der vor mir weg? Wie sollen wir ihm denn helfen, wenn er vor uns flüchtet? Wahrscheinlich sitzt er wieder... Natürlich, er sitzt wieder in irgendeiner Tränke. Wie soll es denn anders sein? Da ist er. Wo soll er denn sonst sein, wenn nicht am Saufen? Sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Ich habe die Kette. Ausgezeichnet. Ich will nicht wissen, wie du das geschafft hast. Hier, deine Belohnung. Nun kannst du dich der nächsten Aufgabe widmen. Ich will, dass du die Kette und diesen Brief heimlich in Carolinas Truhe legst. Warum nicht einfach ihr geben? Darum. Sie darf auf keinen Fall erfahren, von wem Kette und Brief sind. Sonst ist die Masche mit dem heimlichen Verehrer für die Katz. Ach, und nimm dich vor dem Fleischer in Acht, Heinrich. Er hat seine Tochter stets im Auge. Und wenn er dich erwischt, dann mögen alle Heiligen dir beistehen. Wenn du die Sachen zu ihr gebracht hast, warte einen Tag und komm dann zu mir. Mach's gut. Okay. Ja, bitte sehr. Auf gute Gesundheit. Was macht man nicht alles für seinen Herrn? Gut, also wir sollen die Truhe heimlich, das heißt, wir müssen einbrechen, ne? Das kann ja lustig werden. Die Metzgerstochter. Wie werden wir das jetzt am besten machen, dass wir das heimlich in ihre Truhe legen? Wir müssen mal einbrechen. Hilft für nichts. Bist du Carolina? Nee, du bist eine Bürgerin. Mal ein bisschen was für die Kondition tun. So, da vorne ist der Metzger, ne? Oder ist hier der Metzger? Nee, der ist hier. Du bist Carolina. Du könntest Carolina sein. Sag mal, bist du hübsch? Ah, Carolina. Hallo, Carolina. Können wir mit dir reden? Guten Morgen. Guten Morgen. Gott behüte dich. Hm.
niemand. Das gilt schon als privater Bereich. Ja, Prost Mahlzeit. Carolina? Hallo? Na? Alles frisch? Es kam von da drüben. Was ist jetzt? Ja, geht doch. Keine Bewegung. Oh, ihr seid echt Lappen. Du gehörst hier nicht. Ergib dich. Mach ich doch. Ihr seid echt Lappen. Anstatt mich rausgehen zu lassen, ne, stellt euch vor die Tür. Ich hab dich gewarnt. Du hast hier nichts. Ja, was denn gut? Was müssen wir bezahlen? Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird. Na schön, hier bitte. Du hast dich vor dem Gesetz geläutert. Jesus. Meine Fresse. Was ein Typ, ey. Stellt sich da direkt vor den Eingang. Was war das? Ja, was war das nur? Geh doch jetzt. Alter. Ah, kackend reißen. Frage ist jetzt, wo ist Carolinas Truhe? Ah, hat geklappt. Tschüss. Boah, das war jetzt aber... Ui, da hatten wir aber Glück, würde ich sagen. Naja, es hat funktioniert. Schnell rein und wieder raus. Boah, erstmal einen Schweiß abwaschen. Ja, der gute Heinrich, glaube ich, ein bisschen nasse Buchsen bekommen. Eben gerade. War ja aufregend, okay. Jetzt sollen wir einen Tag warten. Tja, dann würde ich sagen, Heinrich hat Hunger. Wir hätten gerne Brezen. Ich hätte gerne Brezen. Beste Grüße. Lecker Brezen. Zwei Stück hätte ich gern. Ach komm, und als Nachtisch hätte ich gern noch Zack und ein Glas Milch. Das wird ein Festmahl. So, Sattheit 60, das kommt wie gerufen. Wie gerufen. Als erstes essen wir eine Brezen. Und noch eine Brezen hinterher, danach noch ein süßer Pfannkuchen und dann noch lecker Milch. Ah, das hat gemundet. Sehr fein. Karotten, ein Genuss für euch und die Familie. Gut, liebe Leute. Ja, was treiben wir denn jetzt bis dahin? Da ist Carolina. Hallo Carolina. Na? Jetzt kann ich nichts mehr anderes zu ihr sagen. Übrigens, die Quest habt ihr ja gesehen, ist gescheitert, ne, mit dem rausfinden, wer der Mörder ist, aber... Okay, finde ich jetzt nicht so wild. Wir versuchen ja wirklich hier dem DLC zu folgen. In erster Linie. Wir könnten mal unser Schwert wieder etwas schärfen. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wir es demnächst mal wieder brauchen werden. Es ehrt mich, dass du zu mir... Und warum selbst machen, ne, wenn wir das Geld haben? Ach, zack, zack, zack und zack. Und alles ist wieder gut. So, sehr schön. Was macht denn unsere Energie? 71. Tja, Leute, was treiben wir denn da jetzt? Wir müssen einen Tag warten. Wir haben nicht mehr wirklich viel zu tun. Ich würde sagen, wir reiten nochmal runter, ja, zu Theresa. Vielleicht hat sie ja Zeit für ein Schäferstündchen. Und ansonsten, ja, schlafen. Können warten und schlafen. Das werden wir dann wahrscheinlich auch tun. Einfach um zügig voranzukommen. Aber erstmal gucken. Vielleicht hat Theresa Lust, mit uns eine Runde spazieren zu gehen. So shakern. Was auch immer. Hallo Theresa. Wo ist denn eigentlich der Meister Müller? Ist er da drin? Ah, da ist er. Er ist auch noch da. Hallo Theresa. Ist dir nicht schwer? Die Rüstung, meine ich. Ach was. Wo
Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Ja, hervorragend. Wollen wir doch noch ein bisschen Zeit mit Theresa verbringen. Das war jetzt nicht so weit. Da ist auch keine Schenke in der Nähe. Vielleicht doch ein Schäferstündchen mit Theresa? Heinrich, Alter. Der alte Charmeur. Hier am Wasser gefällt es mir. Aber warum bist du die ganze Zeit so still? Was treibt dich um? Du treibst mich um. Oh, inwiefern? Weißt du, dein Aussehen betört mich. Ah, findest mich also hübsch? Ja, vor allem wenn du, lachst. Ich habe befürchtet, du sagst, vor allem wenn du nichts anhast. Jetzt, wo du es erwähnst. Komm her, du Charmeur. Aha. Doch ein Schäferstündchen mit Theresa. Haha, ich hab's gewusst. Was er flirten kann, der Heinrich, hä? Wahnsinn. Was er flirten kann. Sehr schön. Da wären wir. Wollen wir das wiederholen? Ja, besuch mich mal. Ja, gerne. Das lässt sich Heinrich natürlich nicht zweimal sagen. Ja. Gut, Leute. Theresas Bänkchen ist frei. Ich würde sagen, Heinrich setzt sich da mal hin. Und schlägt die Zeit ein bisschen tot. Zum Lesen haben wir ja aktuell nichts mehr, ne? Hier, Theresa können wir noch nicht lesen. Ja. Messerscharf können wir auch noch nicht lesen. Schade. Und ansonsten, wer braucht Schlüssel? Kann man das lesen? Ne, auch noch nicht. Dafür müssten wir noch ein bisschen... Tja, dann Zeit totschlagen. Ach ja, genau, hier war das, ne? Zeit überspringen, hier war das. Na, Theresa? Ja, wir setzen uns hier zu Theresa und schlagen ein bisschen Zeit tot. So bis um 20 Uhr, dann haben wir Energie 49. Das heißt, dann können wir direkt schlafen gehen. Und wie viel Uhr war es denn so? Um 9, ne? Ja, dann würde ich sagen, schlafen wir bis um 10. Und dann gehen wir direkt zu Herrn Hans. So machen wir das. Weil es bringt ja jetzt nichts, hier irgendwie rumzusitzen und noch irgendwie zwanghaft in der Gegend rumzureiten, wenn wir eh nichts zu tun haben. Dann lieber fix die Zeit übersprungen und weitergemacht. Weil ich habe die Befürchtung, das war noch nicht alles. mit Herrn Hans. Der wird noch ein paar Sachen auf Lager haben. So. Dann haben wir das. Gewinn das Turnier, wenn du kannst. Ja, das haben wir ja alles schon. Ist ja im Übrigen auch ein DLC, meine ich. So, dann schlafen wir mal wieder bei Müller. Waren wir ja auch schon lange nicht mehr. So, schlafen und speichern. Ach, da fühlt man sich doch wie zu Hause. So, 12 Stunden schlafen, danach sind wir wieder fit wie ein Turnschuh. Oder in dem Fall fit wie modische Schlappen, ne? So, mal ein Schlückchen getrunken. Muss auch sein zwischendrin. Und was essen müssen wir? Ah, Theresa hat bestimmt gut gekocht. Kann ich mir vorstellen, dass da was Leckeres auf dem Herd steht. Und dann ist es auch genau die Zeit, wo wir eigentlich haben, wo wir Herrn Hans gestern dann besucht hatten. Passt hervorragend. So. Warte bis zum Morgen. Okay. Na also. Gib dich zu Herrn Hans. Vorher essen wir lecker was. Sattheit 64, das reicht für den Anfang. Und dann auf zu Herrn Hans. Burak steht auch noch da. Ihm könnten wir auch mal was Neues geben, ne? War jetzt schon die ganze Zeit dieselbe... Rote, ja. Wie nennt man es denn? Schürze?
Tunika, Robe, wie auch immer, an. Aber es ist halt auch meine Lieblingsfarbe, Rot. So, auf geht's. Er schleppt Wasser und Scheiße. Schön, dass sie auch immer noch arbeiten, ne? Die wir rangeholt haben. Ich glaube, die schleppen eher Wasser. Scheißeträger sind ja woanders. So. Wo ist denn Hans? Ist er wieder oben in der Kneipe? Naja, wo denn sonst? Wie immer am selben Fleck. Der sitzt morgens um 9 schon in der Kneipe. Einer hat ja immer auf, ne? Da ist er. Ey, Herr Hans, bleib mal da. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ich habe die Sachen überbracht. Ich weiß. Meine Spitzel waren emsig. Sie hat die Kette heute Morgen getragen, wie im Brief erbeten. Also wird es ein Rendezvous geben? Natürlich nicht. Ich will nicht über sie herfallen wie ein Wildschwein in der Brunftzeit. Ihre Gefühle müssen langsam heranreifen. Bis dahin besorgst du einen Trank. Ich dachte, du gibst nichts auf Hexengebräue. Pah, Hexengebräu. Das ist ein altbewährtes und erprobtes Elixier namens Duft der Unwiderstehlichkeit. Ein Kerl in Sasau bietet es feil und garantiert für seine Wirkung. Duft der Unwiderstehlichkeit? Klingt verführerisch. Wohlan, ich beschaffe das Elixier. Ich verlasse mich auf dich. Hier hast du ein paar Groschen. Lebe wohl. Alles klar. Spanische Fliege sollen wir ihm besorgen. Ein Elixier möchte haben. Okay, komm. Wir sind ja nicht so, besorgen bei ihm, ne? In Sasau, hat er gesagt. Falsch. Hier müssen wir hin. In Sasau. Ja, hervorragend. Komm, machen wir schnell Reise, ne? Die Wege kennen wir ja mittlerweile. Was denn jetzt, wenn wir in der Stadt überfallen? Nee. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, es war ja aber klar, ne? Das wird sich jetzt noch ein bisschen hinziehen. Bis seine Angebetete soweit ist. Aber wir haben ja auch unseren Spaß mit Theresa. Was cool gewesen wäre, wenn sie dann vielleicht irgendwie so eingebaut hätten, dass man Theresa auch heiraten kann oder so, ne? Ich meine, das Spiel ist ja mittlerweile abgeschlossen, das weiß man ja. Es kommen keine weiteren DLCs mehr. Ich weiß gar nicht, ob noch an Bugs oder Fehlern oder sowas gearbeitet wird von seitens Warhorse. Da habe ich jetzt gar nichts verfolgt. Müsste ich mal selbst nachgucken. Also ob es da noch Support gibt, Bug-Support und so weiter. Aber ich kann, muss eigentlich sein, oder? Ich meine, das Spiel ist jetzt noch nicht so alt, es ist jetzt ein Jahr, eineinhalb Jahre. Also, weiß nicht, ob es da der Support schon eingestellt wurde. Wie dem auch sei. Ja, es gibt leider keine DLCs mehr, also das Spiel ist vollständig. Und ich hoffe so drauf, dass Warhorse schon wieder am nächsten genialen Ding arbeitet. Ich würde es mir echt wünschen. Aber es wäre cool gewesen, wenn sie da noch was eingebaut hätten, dass man dann Theresa vielleicht heiraten kann oder so. Sich eine Frau suchen und so weiter. Aber wir warten mal ab, was in den kommenden DLCs noch kommt, ne? Wir haben ja noch Band of Bastards und auch Woman's Slot. Da müssen wir mal schauen, was da noch so passiert. Gut, jetzt erstmal nach Sasau den Trank kaufen. Bin gespannt. Ein Elixier soll es sein. Wenn er das sagt. So, da wären wir. Huhn, Wild oder Schwein. Ach, das ist wahrscheinlich bei ihm hier, ne? Bei ihm, Kasper. Kommt und überzeugt euch selbst. Ihr erinnert euch. Wein aus Trauben, die an einem Rosenbusch wachsen. Mhm. Knoblauch, ja. Karotten, klar. Rote Beete. Trauben an einem Rosenbusch. Jesus Christus. Alles frisch vom Feld. Kommt nur her. Wie ich hörte, weißt du etwas über einen Trank, der unwiderstehlich macht. Gewiss doch. Der Duft der Unwiderstehlichkeit. Nach einer uralten Rezeptur. Moses hat sie einst benutzt. Moses? Was glaubst du denn, wie er sein Volk dazu gebracht hat, ihm 40 lange Jahre durch die Wüste zu folgen? Ein äußerst wirksamer Trank. Oh, scheint fast so. Wie viel willst du für das Rezept? Für wen hältst du mich? Das Wissen unserer Ahnen verschabelt man nicht einfach auf dem Marktplatz. Ach,
Hat Jesus seine Wunder zu Geld gemacht? Aber sei's drum. Was hältst du hiervon? Zwiebeln, die die stärksten Männer zum Weinen bringen. Greif zu. 2000 will er dafür haben. Was? So viel? Halsabschneider. Wie heißt es so schön in der Bibel? Eine linde Antwort stillt den Zorn. Ich kann das Elixier für dich zusammenmischen, wenn du mir einen Gefallen tust. Diese Angelegenheit setzt Erfahrung und philosophische Kenntnisse voraus, wie sie nur wenige besitzen. Man kann nicht irgendjemanden damit betrauen. Deinen Lehrling aber schon, nicht wahr? Du hast es erfasst. Mein Gott, der Typ ist auch nicht, also ganz knusper ist er nicht. Was das Rezept betrifft. Ja, willst du es kaufen? Spargel, eine wahre Gaumenfreude und Gurken, die all eure... Ja, komm, gib her. Ich brauche es dringend. Ich verstehe. Ich bin mir sicher, du wirst mehr als zufrieden sein. Es ist nicht für mich. Gott sei Dank. So. Was brauchen wir denn da jetzt? Noch sind wir ja anscheinend nicht fertig. Wir werden ja bei ihm wahrscheinlich noch gutes Kram kaufen müssen. So. Ja, wo finde ich denn das Rezept jetzt? Stand in dem... Zartes, frisches Fleisch, ein Hochgenuss. Du hast ein neues Rezept. Warum muss ich jetzt einen Alchemietisch finden? Kann das sein? Kann das sein, dass wir einen Alchemie... einen Alchemietisch brauchen. Brief aus Franik. Rausgerissene Buchseite. Ich finde nämlich hier nichts mehr. Gehen wir davon aus, ne? Wir sprechen nochmal mit ihm. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich brauchen wir hier irgendein Zeug von dem, was auch nochmal teuer Geld kostet. Jetzt ist die Frage, wo ist der nächste Alchemietisch? Wo ist der nächste Alchemietisch? Haben wir hier einen? Tatsächlich, hier hinten gibt es noch was, was wir nicht gesehen haben. Kann ja gar nicht sein. Im Kloster. Ja, im Kloster sind sogar zwei. Sehr schön. Okay, dann reiten wir mal ins Kloster. Das hilft uns ja nichts. Dann müssen wir mal gucken, was wir brauchen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir einen Alchemietisch brauchen, weil ich das Rezept sonst nirgendwo anders finde. Nein, der Weg ist ja nicht so weit, Gott sei Dank. So. Da haben wir auch schöne Erinnerungen dran, ne? No, Urak. Es war wieder überragend. Ja. Eine Glanzleistung. So, da wären wir. Wir sind ja hoffentlich von der Belagerung alle wieder zurück. Ach, Thallenberg, da könnten wir auch mal vorbeigucken. Ja, Nikodemus. So, jetzt gucken wir mal. Rezepte. Da muss ja irgendwas drinstehen. Duft der Unwiderstehlichkeit, ich hab's gewusst. Ein Höhlenpilz, Salbei, Ringelblume und Beinwell. Das ist jetzt gar nichts so Außergewöhnliches. Höhlenpilz. Die hatten wir sogar, ne? Und haben die nicht hier irgendwo... Pass auf. Salbei brauchen wir. Ringelblume brauchen wir. Höhlenpilz. Oh, der ist super. Und was war das andere noch? Beinwell. Ich glaube von jedem eins, ne? So.
Alchemie. 1111, jawohl, hervorragend. Das Rezept für den Duft der Unwiderstehlichkeit, den Drang, mit dessen Hilfe Herr Hans noch mehr Eindruck schinden will, als er ohnehin schon tut. Für mich wäre das nichts. Ich brauche keine Hordeverehrerin, die mir auf Schritt und Tritt folgen, wenn ich gerade heimlich, still und leise etwas erledigen muss. Bereite Wasser, einen Höhlenpilz und je eine Handvoll Salbei. Ja, haben wir. Verkleinere den Salbei. Also dann können wir schon mal Wasser. Ich finde einfach keinen Schlaf. Schon wieder. Moment. Das müssen wir doch hier hinstellen, oder? Also den Kessel, da können wir auf jeden Fall schon mal Wasser reinpacken. So, ist schon mal Wasser drin. H2O. Jetzt müssen wir vorbereiten. Ging das? Steinwelle, Höhlenpilz, so ging's. Und Salbei. Alles klar. So, dann gucken wir mal. Zerkleinere den Salbei. Gib den Salbei in den Kessel und lass ihn für 3 Sandur-Durchläufe kochen. Alles klar. Salbei. Den Mörser, ne? Zack. Und benutzen. Wer hat denn da eben reingespuckt? Habt ihr das gehört? So. Ab damit in den Kessel. Und dann für 3 Sanduhr-Durchläufe kochen lassen. Ja. 1. Und 3. Gut. Und dann gib die Ringelblumen und den Beinwell hinzu und lass das für einen Sand. Ringelblumen und Beinwell rein. Ich glaube, das kocht zu lange, ne? Ich glaube, das hat jetzt zu lange gekocht. Naja, Ringelblume, zack. Und Beinwell rein. Und für einen Sandur-Durchlauf kochen lassen. Sehr gut. Machen wir das. Und dann gib den Höhlenpilz dazu, aber lass das Gemisch nicht kochen. Okay. Salbei, Höhlenblumen, Aufguss, Beinwell. Ja, wo ist... Ach, da unten. So, und das war's, ne? Bin mal gespannt, ob das geklappt hat. Du hast gebraucht, Duft der Unwiderstehlichkeit. Er ist vor. Das läuft ja wie Slottchen. Sehr schön. Und das soll gut riechen, sagen sie. Naja. Salbei, okay, kann ich mir. Ja, aber ich weiß nicht, wie Beinwell riecht und ich weiß auch nicht, wie. So, wir reisen natürlich wieder schnell zurück. Aber allein schon der Höhlenpilz, der da drin ist. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das super ist.
Aber na gut, Herr Hans wird schon wissen, was er will. Er ist halt verliebt, ne? Und wie das so ist, Verliebte glauben dann daran. Und dann meint er halt, es wäre geil, wenn der Scharlatan ihm sagt, er soll das mal so machen. Naja, warten wir es mal ab, ob es denn tatsächlich was bringt. Auf jeden Fall reisen wir jetzt schon mal im Hellen, das ist gut. Was ich auch nicht schlecht finde, ist, dass es alles so in der Nähe gepackt haben, ne? Dass man nicht einmal quer durch die Karte jedes Mal reisen muss. Weil gerade bei den DLCs, man kennt ja die Wege eigentlich schon. Man hat ja eigentlich schon alles gesehen. Schön finde ich, wie da links der Galgen eingezeichnet ist. Das sieht echt gut aus. So, dann bringen wir jetzt noch fix an Hans den Trank. Und dann machen wir in der nächsten Folge morgen weiter. Mal gespannt, ob er so rumkriegt. Ja, ganz ehrlich, wenn Heinrich ihm hilft, warum soll es denn nicht funktionieren, ne? So. Einmal die Ladezeiten noch. Und da sind wir doch schon. Er sitzt wahrscheinlich wieder in der Kneipe, ne? Wir werden gar nicht fragen müssen. Ich muss etwas zu essen besorgen. Kriegst du gleich. Kriegst du sofort. Wir holen uns dann wieder lecker Brezen. So, er sitzt immer noch in der Kneipe. Was soll aus ihm bloß mal werden? Naja. Ach, bist du jetzt betrunken und gehst nach Hause? Wie gut, dass wir gerade kommen. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Ich habe den Trank von diesem Scharlatan. Was, Scharlatan? Er ist ein Medikus, der den Papst höchst selbst von Impotenz befreit hat. Nichtsdestotrotz gebührt dir mein Dank, Heinrich. Sobald ich ihn getrunken habe, liegt mir jede Frau zu Füßen. Obschon mich nur eine Frau interessiert. Das anmutigste Geschöpf auf Gottes Erden. Die Tochter des Fleischers, ich weiß. Und was dann? Ein Rendezvous. Sie und ich im Schutze der Nacht. Und du wirst der Herold meiner süßen Worte sein. Du wirst dich verstecken und mir Gedichte einsagen. Ich werde was? Hier ist ein Gedichtband. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Lerne ein paar Gedichte auswendig, damit du mir einsagen kannst. Gedichte lernen? Ich? Das klingt, nun ja, nicht ganz nach... Nicht zaudern, sondern frisch ans Werk. Komm in ein paar Stunden wieder zu mir. Ich muss mich anständig herausputzen und warten, bis die Wirkung des Tranks einsetzt. Auf bald. Alles klar, okay. Also, wir fassen zusammen. Der Scharlatan hat dem Papst bei Impotenz geholfen. Und wir sollen jetzt Herrn Hans bei seinem Date Gedichte vorlesen. Beziehungsweise sagen. Das heißt, wir müssen Gedichte auswendig lernen. Okay, liebe Leute, machen wir in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist auf jeden Fall lustig. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.